Das Wundervideo. Ein ganzer Spielfilm. Millionen von Bildzeilen. Milliarden von farbigen Bildpunkten auf dem Magnetband einer einzigen, kaum taschenbuchgroßen Kassette. Für Ihr ganz privates Videokino in Ihrem Wohnzimmer. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Televideorekorders. Bevor Sie irgendwelche Bedienungsvorgänge an Ihrem neuen Gerät ausführen, möchten wir Sie bitten, sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und vor allem die Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Ach, ich denke, wir wollen uns jetzt einen Film ansehen, oder willst du mir die ganze Gebrauchsanweisung vorlesen? Ja, ich meine nein, sofort. Ihr Gerät verfügt über einen automatischen Wiedergabestart. Nach Einlegen einer bespielten Videokassette mit herausgebrochener Löschschutzlasche beginnt die Wiedergabe sofort automatisch und schon geht's los. Wie heißt der Film nochmal? Psst, warte mal. Irgend so ein neuer Horrorfilm mit Zombies oder Kannibalen oder beiden. Soll echt super sein, meint der Typ in der Videothek. Der ist uns dauernd verliehen, ich habe echt Glück gehabt. Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl ansehen, bitten wir einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft daraufhin eingestuft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf der Kassette selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Sehen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister, mit darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. New York im Sommer, das ist die Hölle. Dabei sollte ich mich bei all meinen ethnologischen Expeditionen in Südostasien in die schwüle Hitze gewöhnt haben. Mein Name ist Andrea Spinell. Im Moment arbeite ich als Assistentin von Professor Warbeck am St. Savini Hospital hier in New York. Ich bin auf dem Weg zum Professor. Er hat mich heute früh aufgeregt angerufen, ob ich so schnell wie möglich ins Hospital kommen könnte. Er wirkte irgendwie aufgeregt. Ach, hallo, Andrea. Da sind Sie eigentlich. Heute ist eigentlich mein freier Tag. Sehen Sie sich das hier an. Dem armen Teufel ist glatt das Herz aus dem Brustkorb entfernt worden. Nicht besonders fachmännisch, darf ich hinzufügen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass jemand unbefugt in den Seziersaal eingedrungen ist und diese grauenhaften Verstümmelungen vorgenommen hat. Sollten wir nicht langsam die Polizei verständigen? Das kommt nicht in Frage. Das würde den guten Ruf unserer Klinik schaden. Was der Täter wohl mit den Organen und Gliedmaßen macht, die er jedes Mal entwendet hat? Für mich sieht das nach einer Art Ritual aus. Sie wissen ja, dass ich auch eine anthropologische sowie ethnologische Ausbildung habe. Der Fall erinnert mich an die Riten primitiver Völker. Denken Sie etwa an die wilden Kannibalen auf den Molukkeninseln, die angeblich noch heute Innereien und Körperteile als Opfergaben verspeisen. Eine grausige Vorstellung. Andrea, ich muss Sie bitten, mit niemandem über diese Vorfälle zu sprechen. So langsam habe ich das ungute Gefühl, dass sich unsere angeblich so kultivierte Gesellschaft
nur wenig von diesen primitiven Wilden unterscheidet. Ich werde mich am besten selbst heute Nacht auf die Lauer legen. Nein, Mokpo hat es befohlen. Tumak, seien Sie doch vernünftig! Bleiben Sie stehen! Nein, nicht! Im San Savini Hospital in Manhattan ist es am späten Abend zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Offenbar hat sich ein ausländischer Krankenpfleger aus einem der oberen Stockwerke des Krankenhauses gestürzt. Der ca. 25 Jahre alte Mann war offenbar auf der Flucht, nachdem er in den Seziersaal des Hospitals eingebrochen war. Mein Name ist Romero. Jack Romero. Ich bin Polizeiinspektor in New York. Ein Krankenpfleger, südostasiatischer Typ, war mitten in der Nacht aus einem Fenster des San Savini Hospitals gefallen. 23. Stock. Kein schöner Anblick, kann ich Ihnen sagen. Sagen Sie, Professor Warbeck, es gibt Aussagen von Zeugen, die hier nicht genannt werden möchten und behaupten, es hätte schon einige solcher nächtlichen Einbrüche in den Autopsieraum Ihres Krankenhauses gegeben. Tja. Leider ja. Es macht ja wohl keinen Sinn mehr, es weiter zu verschweigen. Schon dreimal zuvor ist in den Seziersaal eingebrochen worden. Jedes Mal sind Leichen verstümmelt und Organe entwendet worden. Sie können sich sicher denken, wie besorgt ich über diese Vorfälle war. Der Ruf unseres angesehenen Hospitals steht immerhin auf dem Spiel. Deshalb habe ich mich auch auf die Lauer gelegt. Und dann heute Nacht unseren Krankenpfleger Tumak dabei erwischt, wie er sich an den Leichen zu schaffen gemacht hat. Es war grauenvoll. Professor, beruhigen Sie sich. Denken Sie an Ihr schwaches Herz. Verstehe. Schon gut, Andrea. Es geht schon wieder. Inspektor Romero, das ist übrigens meine Assistentin, Frau Spinell. Sie hat so ihre eigene Theorie über die Vorfälle in unserem Haus. Interessant. Sie müssen wissen, Inspektor, ich habe neben Medizin auch in Anthropologie und Ethnologie, also Völkerkunde, promoviert. Und mir sind im Zusammenhang mit den Leichenschändungen Parallelen zu den Opferritualen einiger primitiver Stämme auf den Molukken aufgefallen, dem sogenannten Mokpo-Kult. So, was Sie nicht sagen. Wussten Sie, dass Ihr ehemaliger Mitarbeiter, dieser Tumak, von den Molukken stammen soll? Wir haben das gerade überprüft. Tatsächlich? Aber Andrea, das ist doch nicht möglich! Beruhigen Sie sich, Professor. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es seit einiger Zeit Gerüchte über Kannibalismus in New York. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang zu den entwendeten Organen in Ihrer Klinik gibt. Ein schrecklicher Gedanke. Professor, dieses Wort, das Tuma gerufen hat, bevor er... Mokpo! Ich werde dieses Wort wohl niemals vergessen. Andrea, haben Sie eine Ahnung, was dieses Wort bedeuten könnte? Es ist ein Wort, das so oder ähnlich in einigen Sprachen primitiver Völker zu finden ist, speziell in Südostasien. So auch auf den Molukken.
Es gibt da eine Insel, die von den Eingeborenen als göttliche Insel verehrt wird. Ich war während meiner Studienzeit einmal dort. Soweit ich mich erinnere, nannten die Bewohner diese Insel oder den Gott, dem sie auf dieser Insel huldigen, Mokpo. Auf dieser Insel fanden sich tatsächlich noch Rudimente kannibalistischer Riten. Von menschlichen Blutopfern war da die Rede. Sie scheinen sehr viel über diese Völker zu wissen. Andrea ist eine ebenso gute Völkerkundlerin wie Medizinerin. Davon bin ich überzeugt. Frau Spinell, wir arbeiten hier für das Gesundheitsdepartement des FBI. Vorfälle von Kannibalismus sind in letzter Zeit überall in den USA aufgetreten. Sollten Sie auch nur einen leisen Verdacht haben, das Rätsel für diese schrecklichen Kannibalismusfälle sei auf einer dieser Molukkeninseln zu lösen, dann möchte ich Sie eindringlich darum bitten, uns als wissenschaftliche Beraterin dorthin zu begleiten. Das ist sehr schmeichelhaft, aber ich weiß nicht so recht. Herr Professor, glauben Sie, Sie könnten einige Zeit ohne Ihre bezaubernde Assistentin auskommen? Tja, wenn es denn sein muss. Wir haben schon Kontakt zu einem Kollegen von Ihnen aufgenommen, ein vor Jahren auf die Inselgruppe ausgewanderter Chirurg, ein gewisser Dr. Herbert Fulci. Er kennt sich dort aus und ist bereit, uns zu unterstützen. Selbstverständlich haben wir ihm vorsichtshalber nicht erzählt, warum wir wirklich auf die Molukken kommen und dass ich vom FBI bin. Bitte, Andrea, Sie wären uns wirklich eine große Hilfe. Sicherlich war es vorrangig meine Pflicht, dem FBI bei der Aufklärung der kannibalistischen Verbrechen zu helfen. Doch ich muss auch gestehen, dass ich diesen Inspektor Romero auch sehr anziehend fand. Schon lange hatte mich kein Mann mehr in den Armen gehalten. Ganz herzlichen Dank, Dr. Fulci, für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung. Ich hoffe, wir stören Ihre Arbeit hier nicht. Das ist meine wissenschaftliche Assistentin, Frau Spinell. Sehr erfreut. Aber ich bitte Sie, Sie stören mich überhaupt nicht. Ich bin hier für jede Abwechslung dankbar. Es kann hier auf dieser Insel recht einsam sein, müssen Sie wissen. Was genau hat Sie denn auf diese Insel verschlagen? Sagen wir, ich bin ein der Zivilisation müder Aussteiger. Wenn ich hier als Arzt tätig bin, dann habe ich wirklich das Gefühl zu helfen, Dankbarkeit von den Eingeborenen zu ernten. Vieles kommt den Menschen hier wie Magie vor. Manche halten mich bestimmt für einen Zauberer. Wie weit ist es von hier bis zu dieser Mokpo-Insel? Es ist noch ein ganzes Stück. Es ist die letzte Insel der Gruppe, bevor sie das offene Meer erreichen. Die Einwohner von Mokpo sind als Studienobjekte sicher äußerst interessant. Sie leben noch sehr ursprünglich und primitiv. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie doch hier, um die Lebensgewohnheiten dieser Wilden zu studieren. Ganz recht, Herr Doktor. Aber ich muss Sie warnen. Auf eine so schöne Frau wie Sie könnten diese unzivilisierten Wilden erschreckend wirken. Sie sind abergläubisch, ihre Riten oft grausam. Es kann gefährlich werden, wenn man ihr Vertrauen nicht gewinnen kann. Doch seien Sie unbesorgt, ich habe Ihnen einen guten Führer, Moloko ist sein Name, besorgt. Er kennt das Inselreich wie kein anderer und spricht recht gut unsere Sprache. Stets zu Diensten, Mr. Romero. Wir werden sicher gut miteinander auskommen, Moloko. Wenn es Ihnen recht ist, Doktor, würden wir gern bei Sonnenaufgang aufbrechen. Das ist sicher kein Problem. Wenn das so ist, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Die Reise hierher war doch sehr anstrengend.
bin ich froh, dass es hier wenigstens fließendes Wasser gibt. Auch ein missionarischer Arzt wie Dr. Fulci kann auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation nicht verzichten, wenn er hier gute Arbeit leisten will. Oh, bin ich müde. Freue ich mich auf das Bett. Hm? Ah! Andrea! Was ist passiert? Da ist ein abgetrennter Kopf in meinem Bett. Er ist übersät mit weißen, dicken Maden. Verdammt. Und auf dem Laken eine Art Herzsymbol mit Blut gemalt. Das ist das Symbol der Mokpo. Sie wissen offenbar schon, dass wir hier sind. Inspektor! Boah, was ist denn jetzt los? Gerade wenn es spannend wird, dann schmiert hier der Videospieler ab. Ich glaube, mir ist der Film sowieso was zu heftig. Warte mal, die Videoköpfe, mit denen der Videocord FM304 die Bildsignale bei der Aufnahme auf das Magnetband aufzeichnet und bei der Wiedergabe abtastet, sind für die Bildqualität von entscheidender Bedeutung. Warum hast du die blöde Anleitung nicht vorher gelesen? Falls das Gerät jedoch oft und lange im Einsatz ist, könnten diese Köpfe verschmutzen und die Signale nicht mehr richtig aufzeichnen oder die Wiedergabe könnte entsprechend gestört sein. In einem solchen Fall sollte das Videoaufzeichnungsgerät von einer Kundendienstwerkstatt untersucht werden. Du hast das Ding doch gerade erst gekauft. Achtung! Finger und andere Gegenstände gehören nicht ins Geräteinnere. Du willst das Ding doch jetzt nicht aufschrauben? Nein! Es ist gefährlich, Teile im Innern des Videorekorders zu berühren. Das Gerät kann dadurch schwer beschädigt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Videorekorder auseinanderzunehmen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die von einem Nichtfachmann gewartet werden sollen. Vielleicht ist die Kassette defekt. Ja, das Videoband sieht so ein bisschen zerknittert aus. Warte mal, wenn man das Band ein bisschen weiter dreht, ich lege es nochmal ein. Auf deine Verantwortung. Es ist schon erstaunlich, was eine so bezaubernde Frau alles verkraften kann. Andrea scheint den Schock von gestern Abend völlig abgeschüttelt zu haben. Herrlich. So zwischen diesen traumhaften Inseln mit dem Boot zu fahren. Bedrückt Sie das Erlebnis von gestern Abend gar nicht mehr? Ja, schon. Ich habe kaum ein Auge zugemacht heute Nacht. Schließlich weiß ich nicht genau, was dieser abgetrennte Schädel zu bedeuten hatte. Aber ich fürchte nichts Gutes. Und dieses Symbol, finden Sie nicht, dass es aussieht wie ein blutendes Herz? Mit etwas Fantasie schon. Wer ist eigentlich dieser andere Schwarze, den Molokko mitgebracht hat? Er hat mich vorhin, als ich das Boot betreten habe, so, wie soll ich sagen, eindringlich angeschaut. Keine Sorge, Andrea, das ist Apu. Ihm gehört wohl dieses Schiff. Aber wenn es Sie beruhigt, werde ich auf dieser berüchtigten Insel nicht von Ihrer Seite weichen. Sehen Sie, das da hinten. Das muss unsere Insel sein. Molokko! Ist das da hinten Mokpo? Ja, Mr. Romero, Sir. Aber ich fürchte, wir werden die Insel heute nicht erreichen. Motor von Schiff viel heiß gelaufen, sagen Apu. Müssen Kühlsystem reparieren. Zu dumm. Es wird bald dunkel. Und wir können doch unmöglich mit einem manövrierunfähigen Schiff auf dem Meer übernachten. Vielleicht schaffen wir es noch bis zu dieser Insel hier rechts. Wir sicher müssten schaffen. Ich sage Apu. Gut. Wir übernachten dort und fahren morgen früh weiter nach Mokpo. Apu, du geh in Feuerrohr zu holen. Ja,
Ich mit einem Gewehr. Wozu das Gewehr? Holoko. Man will wissen. Vielleicht will das Tier in Dunkelheit glauben. Köstlich. Und was ist das für ein Fleisch? Das sei ein besonderes Fleisch. Wohl von großen Menschenaffen. Leben nur noch auf Inseln hier. Was war das? Apu scheint in Gefahr zu sein. Wir müssen ihm helfen. Nein, Mr. Romero, nicht gehen. Viel gefährlich bei Dunkelnacht. Aber wir können doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun. Apu bestimmt kommen gleich zurück. Apu ist ein starkes Mann. Kennen Gesetze von Urwald. Vielleicht hat er recht. Wir kennen uns hier im Wald nicht aus. Und unser Gewehr hat Apu ja mitgenommen. Wenn er bis morgen früh nicht da ist, werden wir ihn gemeinsam suchen. Die ganze Nacht Lagerfeuer nicht ausgehen dürfen. Ich werde Wache halten. Werde, was war das denn? Mann, die sollten bloß machen, dass sie von dieser Insel wegkommen. Ja, das wird schon eins von diesen Zombies sein, das der Kerl aus der Videothek versprochen hat. Willst du mal ein Bier? Oh, du kannst mich doch jetzt hier nicht allein lassen. Ich denke, auf der Insel sind Kannibalen, keine Zombies. Ja, Zombies unter Kannibalen, schätze ich mal. Apu ist nicht wieder zurückgekommen. Moloko und ich werden ihn also suchen. Sie bleiben hier im Lager, Andrea. Rühren Sie sich nicht von der Stelle, das ist sicherer. Wenn Sie meinen, Inspektor. Aber beeilen Sie sich. Hoffentlich ist diesem Apu nichts Schlimmes geschehen. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Jack. Mein Name ist Jack, Andrea. Ich denke, unter diesen Umständen sollten wir auf dieses alberne Inspektor verzichten. Hier in der Wildnis sind wir doch alle gleich. Komm, Moloko, wir holen deinen Freund da raus. Apu! Oh mein Gott. Wer oder was kann das nur getan haben? Mokpo! Mokpo! Der arme Kerl ist förmlich auseinandergerissen. Sein Bauchraum ist geöffnet. Ein Großteil der Gedärme entfernt. Nein! Nicht fotografieren! Aufhören, ihr beiden! Andrea, was machen Sie denn hier? Ich habe doch ausdrücklich Apu gesagt, dass... bestimmt sein jetzt bei Göttern. Oh Gott. Der arme Teufel. Sehen Sie da nicht hin. Seien Sie nicht albern, Inspektor. Jack, in meinem Beruf bin ich es gewohnt, dem Tod ins Auge zu sehen. Aber das hier... Jack, sehen Sie da hinten am Baum? Das ist doch wieder dieses Symbol. Das blutende Herz. Von dieser Mokpo-Sekte. Mit Apus Blut an den Baum geschmiert. Entsetzlich. Moloko, was hat das zu bedeuten? Ich nichts wissen. Nichts wissen? Sind wir etwa hier auf Mokpo? Du wolltest uns auf eine andere Insel locken. Nur durch den Maschinenschaden sind wir hier gelandet. Los, gib's zu! Ich wirklich nicht wissen. Inseln sehr ähnlich aussehen. Verdammt! Was für ein teuflisches Spiel wird hier gespielt? Solange wir zusammenbleiben, wird uns nichts geschehen. Zum Glück haben die Eingeborenen Apus Gewehr nicht angerührt. Beerdigen wir den armen Kerl erstmal. Unsere Karte stimmt, dann liegt das Eingeborenendorf am Ende dieses Weges. Es wäre vielleicht klug, sich von der Seite her zu nähern, damit wir besser beobachten können, was in dem Dorf vor sich geht. Nach dem Mord an Apu müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Alle Zeichen weisen auf einen Ritualmord hin. Da! Inspektor! Im Gebüsch! Ja, da! Ein Eingeborener! Wir werden schon beobachtet! Da drüben ist noch einer! Er hat eine Art Speer.
Vorsicht! Er wirft! Inspektor, mir helfen bitte! Der Speer? Der Speer hat Molokos Arm glatt durchstoßen. Moloko, halten Sie durch. Wir werden Ihnen das Ding entfernen. Bitte helfen. Komm, Moloko. Wir müssen hier weg. Akito! Moloko, da komme ich gleich. Mal sehen, wie Ihnen das hier schmeckt. Wird sie vorerst zurückhalten. Wir müssen zum Camp zurück. Dort können wir uns besser verteidigen. Hier im Camp fühle ich mich weitaus sicherer. Den Speer aus Molokos Arm habe ich entfernt. Die Wunde versorgt und verbunden. Er schläft jetzt. Jetzt. Endlich. Ich habe Funkverbindung zu Dr. Fulci. Das ist ein Notruf. Doktor, hören Sie mich? Wir sind von Kannibalen geworden. Ich musste ein Geborenen schießen. Wir haben Apu verloren. Unsere Position, wollen Sie wissen? Wir haben auf der Insel und befinden uns 2 Meilen südwestlich. Morgen früh erst. Hoffentlich können wir uns bis morgen früh. Moloko ist verletzt worden. Ich weiß nicht, ob uns die Kannibalen gefolgt sind. Wie bitte? Ein weißes Steingebäude auf einer Lichtung? Verstehe. Bis morgen früh dann, Doktor. Und bringen Sie genug Leute mit. Was sagt er? Etwa 3 Meilen von hier soll es eine verlassene Missionsstation geben. Dort werden wir uns morgen mit Dr. Fulci treffen. Doch bis dahin können wir es erst morgen früh schaffen. Heute Nacht werden Moloko und ich das Lager durchgehend bewachen. Ich denke nicht, dass ich diese Nacht auch nur ein Auge zutun werde. Sie sollten sich dennoch hinlegen. Wir sind alle erschöpft und brauchen Ruhe. Sie haben... Du hast recht, Jack. Ich lege mich in meinem Zelt etwas hin. Ist dir was passiert? Jack. Nein, es ist schon vorbei. Aber ich musste den Eingeborenen töten. Hauptsache, du bist okay. Keine Sorge. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Doch dann war da so ein Geräusch. Ich habe die Augen geöffnet und plötzlich stand dieser Eingeborene mit seinem Opfermesser genau vor mir. Ich habe nicht lange gezögert und ihm mein Messer in den Brustkorb gestoßen. Es war schrecklich. Mitten ins Herz. Ist etwas passiert? Was kann man wohl sagen? Wo warst du, als dieser Kerl sich in Andreas' Zelt geschlichen hat? Ich habe wie Sie Wache gehalten. Aber hier seien sehr viel Gebüsch und viel Dunkel. Ich nicht sehen oder hören, wenn böse Mann anschleicht. Du hast geschlafen. Jack! Die Nacht ist sehr dunkel. Er kann nichts dafür. Na gut. Vielleicht hast du recht. Entschuldige, Moloko. Die Nacht ist bald vorüber. Versuchen wir noch etwas Ruhe zu bekommen. Morgen machen wir uns dann gleich früh auf zum Treffpunkt. Thank you.
noch in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Weiter, Malocco. Was ist denn los? Macht dir dein Arm Probleme? Hier stimmen was nicht. Es ist viel zu ruhig sein im Urwald. Er hat recht. Diese unheimliche Stille. Kein Vogel ist zu hören. Da drüben, da ist einer von den Kannibalen. Da ist noch einer. Vorsicht, sie greifen an. Zombie! Andrea, halt! Akita Zombie, Malaka! Du! Oh. Oh. Malaka, ein Pfeil hat mich getroffen. Ich versuche ihn rauszuziehen. Schnell! Vorsicht! Das ist ein Giftpfeil. Oh. Oh. Danke, Malaka. Wir müssen Andrea helfen. Inspektor, es keinen Sinn haben. So viele müssen hier bleiben. Aber sie haben Andrea verschleppt. Nicht auszudenken. Was hat diese Teufel nur so plötzlich in die Flucht geschlagen? Da! Wir sehen auf kleines Licht um. Sehen ihn! Wer oder was in Gottes Namen ist das denn? Ist das ein Mann? Ich kann ihn nur verschwommen erkennen. Sein Verfluchter von Mokpo, Inspektor. Sein wandelndes Untoter. Sein Zombie. Böser Gott. Aber das ist doch kompletter Unsinn. Eingeborene viel Angst haben vor Zombie-Götter. Das unsere Rettung. Wir jetzt besser auch weg verschwinden. Gift von Pfeil. Machen Sie langsam. Blind. Wir haben es geschafft. Da ist die verlassene Mission. Dr. Fulci, auch schon da sein. Gott sei Dank. Gut, dass Sie da sind, Doktor. Beruhigen Sie sich doch erstmal. Hier kann Ihnen nichts mehr geschehen. Diese Kannibalen haben uns überfallen und Andrea entführt. Es war furchtbar. Wir haben es nicht verhindern können. Wir nur wie durch Wunder entkommen. Aber Inspektor von Mokpo-Pfeil in Schulter getroffen. Wir müssen Andrea retten. Nicht auszudenken, was die Eingeborenen mit ihr machen. Ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Wie können Sie so etwas sagen? Wir müssen trotzdem versuchen, sie zu finden, ihr zu helfen. Inspektor, Sie müssen diese Insel so schnell wie möglich verlassen. Sie benötigen ein Gegengift, sonst werden Sie erblinden. Molocco wird Sie zum Ufer bringen. Dort ist ein Schlauchboot. Mit dem werden Sie zu Ihrem Schiff kommen. Und was ist mit Ihnen? Ich kann hier noch nicht weg. Ich muss warten, bis meine Männer zurück sind. Glauben Sie mir, schon bald wird diese Insel nichts als ein böser Traum sein. Ein Albtraum, den Sie einfach nur vergessen wollen. Also gut. Aber es ist nicht nötig, dass Molocco mich begleitet. Sie werden hier seine Hilfe brauchen. Und er sollte besser seine Wunde am Arm versorgen. Ich sehe Sie dann morgen im Dorf. Seien Sie vorsichtig. Ich war inzwischen sicher, dass dieser Fulci mir irgendetwas verschwieg. Und Molocco steckte mit ihm unter einer Decke. Dieser Molocco sollte uns auf eine andere Insel lotsen. Aber warum? War es wegen dieser merkwürdigen Gestalt? Wegen dieses angeblichen Untoten? Auf dieser Insel gibt es ein schreckliches Geheimnis. Und Fulci versucht, das von mir zu verbergen. Doch zuerst muss ich Andrea retten. Was ist denn das? Dort hinten am Strand. Auf einem Stück Treibholz sitzt eine Gestalt. Ist das
Andrea? Das ist doch ihre Kleidung. Andrea! Andrea! Es ist nicht Andrea. Es ist ein uralter, schwarzer Mann. Ein Mann mit blinden, toten Augen. Aber er trägt Andreas Jacke. Gumba, Balba, Mokbo, Akita, Bamba, Mokbo, Akita, Bamba, Gumba, Balba, Gumba, Balba. Wo ist das weiße, blonde Mädchen? Wissen Sie? Das Mädchen. Wo kann ich das Mädchen finden? Ist sie noch am Leben? Gumbala, Gumbala. Totoba, Totoba Zombie, Totoba Zombie. Versteht mich nicht. Doch Moment, was macht er jetzt? Ein steinernes Amulett? Was soll ich damit? Zombie, Totuma, Columbo, Columbo. Zombie, Totuma, Columbo, Columbo. Schon wieder dieses Zeichen der Mokpo. Der Alte scheint so eine Art Schamane zu sein. Sie wollen mir dieses Amulett geben. Gut, danke. Wer weiß, wozu so ein Glücksbringer gut ist. Ich muss jetzt aber weiter, guter Mann. Meine Gefährtin Andrea ist in Gefahr. Ich muss sie um jeden Preis finden. Akita, Akita, Zombie Columbo, Akita, Zombie Columbo, Akita, Zombie Columbo. Jetzt könntest du aber langsam mal abgehen, oder? Ich hol mal noch ein Bier, du auch? Ich finde den Härtegrad eigentlich schon völlig ausreichend. Nee, danke. Mm-mm, aber beeil dich. Jetzt kommt er wieder. Komm her, der Fulci hat diese blonde Krankenschwester auf seinem Operationstisch. Ich kann die Wahl fressen. Komm gleich. Hätten Sie wohl nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen? Wo ist Jack? Inspektor Romero. Ich fürchte, ihr Retter hat sie im Stich gelassen. Dieser Dummkopf Romero geht davon aus, dass die Kannibalen sie geopfert haben, meine Liebe. Er dürfte jetzt schon wieder im Dorf sein und hoffentlich etwas gegen seine Vergiftung tun. Und morgen um diese Zeit sitzt er wieder im Flugzeug nach Amerika. Sie sind ja wahnsinnig. Was meinen Sie mit Vergiftung? Jack würde mich nie im Stich lassen. Was haben Sie vor? Warum haben Sie mich auf diesen Operationstisch geschnallt? Seien Sie ganz ruhig. Moment, mein Diktiergerät läuft noch nicht. Ich werde Ihnen gleich die Halsschlagader durchtrennen und Ihr Blut über eine Kanüle durch einen Schlauch in diesem Behälter laufen lassen. Dort wird es konserviert. Durch den Anschluss an diese Herz-Lungen-Maschine wird Ihr Kopf dabei am Leben gehalten. Ihr Hirn wird also keinen Schaden nehmen. Ihr Körper wird zur weiteren Verwendung ebenfalls an eine Herz-Lungen-Maschine gehängt. Sie haben ja völlig den Verstand verloren! Wenn Sie Ihr Temperament nicht etwas zügeln, meine Liebe, dann werde ich Ihre Stimmbänder durchtrennen, damit mich Ihr Geschwätz und Geschrei nicht länger bei der Arbeit stört. Vielleicht sollte ich Ihnen zuerst diese Injektion verabreichen, damit Ihr Herz durchhält, bevor die Maschine seine Funktion übernimmt. Nein! Ein Schrei. Das muss Andrea gewesen sein. Dann ist sie doch noch nicht so weit verschleppt worden. Verdammt. Ich kann nur noch verschwommen sehen.
Da hinten. Aus diesen riesigen alten Schuppen kommen Geräusche. Hört sich an wie das Surren einer Säge oder eines kleinen Bohrers. Oh, und dieser Gestank, den kenne ich doch. Das ist der Geruch des Todes. Und wo es nach Verwesung riecht, sind auch Leichen zu finden. 6, 8, 12. 12 männliche Leichen. Wo ist Andrea? Mit dieser elektrischen Kopfsäge werde ich Ihnen nun die Schädeldecke öffnen. Sie werden sicher verstehen, dass ich Sie nicht betäuben kann. Wir wollen doch die wertvollen kleinen Nervenzellen in Ihrem Hirn schonen. Ich bin weltweit der einzige Chirurg, der diese Operation durchführen kann. Dieser junge Eingeborene hier neben Ihnen ist seit 3 Tagen klinisch tot. Ich werde nun Ihr Gehirn in seinen Schädel transplantieren und ihn damit wieder zum Leben erwecken. Sie brauchen also keine Angst vor dem Tod zu haben. Auch Sie werden weiterleben wie all die anderen Zombies, die ich schon erschaffen habe. Ja, richtig gehört. Ich weiß sehr wohl, was es heißt, sich wie Gott zu fühlen. Halt! Dr. Fulci, ich habe genug gehört. Sie sind verhaftet. Machen Sie sofort Andrea los. Sie enttäuschen mich, Inspektor. Was sind Sie doch für ein bemitleidenswerter Fall von mittelmäßiger Intelligenz. Gerade noch clever genug, um mein Geheimnis auszuspionieren. Doch um die Großartigkeit meines Werkes zu erfassen, fehlt Ihnen das Hirn. Ich habe sehr wohl verstanden, dass Sie völlig wahnsinnig sind, Doktor. Machen Sie Andrea los oder ich erschieße Sie auf der Stelle. Das subjektive Urteil eines kleinen Geistes. Also gut, auch wenn ich nicht glaube, dass Sie noch fähig sind, einen gezielten Schuss abzugeben. Oh, Jack. Gott sei Dank. Was ist mit deinen Augen, Jack? Sie sind feuerrot. Ich habe alles versucht, um sie von Mokbo fernzuhalten. Es tut mir leid für Sie beide, dass Sie meine Anweisungen nicht befolgt haben. Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten meiner Zombie-Brigade entkommen und von der Insel fliehen? Mit meinem Genie und chirurgischem Können bin ich im Begriff, die Natur schöpferisch zu korrigieren. Durch meine Experimente habe ich einen Weg gefunden, das Leben der Menschen um hunderte von Jahren zu verlängern. Sehen Sie diese leblosen Körper hier. Wenn ich will, kann ich sie alle wieder zum Leben erwecken. Leider hatte ich bis jetzt nur die Eingeborenen für meine Experimente. Doch sie waren dankbar. Ich schenkte ihnen, einigen von ihnen, das ewige Leben, machte sie in ihren Augen zu Göttern. Dann ist es wahrscheinlich auch Ihr Verdienst, dass die armen Eingeborenen wieder zu Kannibalen wurden. Ein altes Ritual, das wir wieder aufleben ließen. Ich habe damit das Problem der Abfallbeseitigung gelöst. Diese Wilden fressen meine organischen Abfälle. Schluss jetzt mit Ihrem irren Geschwafel. Nicht so hastig, Inspektor. Sie lassen Mikri die Pistole fallen. Oder ich jagen geliebte Andrea Kugeln in Hübsches Kopf. Das könnte dir so passen! Los, Andrea! Lauf um dein Leben! Schnell! Lassen Sie mich los, der Loco! Ruhig sein! Jetzt der Doktor sprechen! Gut gemacht, Moloko. Sie haben Ihrer hübschen Blonden einen schlechten Dienst erwiesen, Romero. Die Kannibalen werden da draußen im Wald auf Sie warten und Sie bei Ihrem heutigen Vollmondritual opfern. Aber mir soll's egal sein. Dann sind Sie jetzt eben dran. Ich werde Ihr Gehirn in einen der Körper, die Sie nebenan gesehen haben, transplantieren. Sie werden sterben
um in einem jüngeren Leib wieder aufzuerstehen. Sie selbst werden mir sagen, ob die Operation ein Erfolg war, ob sie wieder sehen können und was man empfindet auf dem Weg vom Leben in den Tod und wieder zurück ins Leben. Lieber erblinde ich völlig. Molongo, pass auf! Er ergreift die Säge! Oh, Doktor, bitte helfen, Molongo! Molongo, du erbärmlicher Dummkopf! Oh, nein! Boah, halt mal, Pausentaste. Oh Mann, ausgerechnet jetzt, wo es so spannend ist. Ja eben, das will ich mir gleich nochmal angucken. Hier, warte mal. Das Video-Home-System, kurz VHS, bietet nicht nur schnellen Vor- und Rücklauf mit sichtbarem Bild. Oh, das ist doch schon widerlich genug. Und somit schnelleres Auffinden von bestimmten Stellen auf dem Videoband, sondern ermöglicht zusätzlich Bildstillstand und Zeitlupe. Sag, wenn's vorbei ist. Ey, wie die Säge da durch die Kehle von Molongo geht, das will ich mir in Zeitlupe nochmal angucken. Lieber erblinde ich völlig. Molongo, pass auf! Er ergreift die Säge! Die müssen echt einen Hals aus Gummi gebaut haben, so wie das da rausspritzt. Aber der Kopf von Molongo ist echt voll der geniale Spezialeffekt. Dass die Italiener sowas drauf haben? Hut ab. Jetzt mach doch weiter. Das ist ja voll eklig. Molongo, du erbärmlicher Dummkopf. Bitte um Verzeihung, Doktor. Doch es ist schon interessant, zu welcher Brutalität ein angeblich so zivilisierter Mensch wie Sie fähig sind, Inspektor. Sie bringen mich jetzt zu Andrea. Wo findet dieses Blutritual statt, von dem Sie gesprochen haben? Es wäre besser für Sie, wenn Sie sich endlich mit Ihrer ausweglosen Lage abfinden würden. Wie wollen Sie ohne Ihr Augenlicht die hübsche Andrea aus den Fängen meines ganzen Kannibalenstamms entreißen? Wie wollen Sie gegen meine Armee der Untoten ankommen, die ich soeben unbemerkt aktiviert habe? Beten Sie, dass Andrea noch nichts geschehen ist. Ah, Sie brutaler Kerl. Los, raus jetzt hier! Ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt, meine willenlosen Geschöpfe. Holt euch diesen zivilisationskranken Narren. Zerreißt ihn. Fresst ihn auf. Da! Fresst Blei, ihr Besten! Ihre Kugeln können meinen Kindern der Nacht nichts anhaben. Die Eingeborenen haben Recht, wenn sie als böse Götter füllen. Was ist das? Die Zombies scheinen vor meinem Amulett zurückzuschrecken. Der alte Schamane hat es offenbar gut mit mir gemeint. Da! Seht! Weg mit euch, ihr Pizzagesichter! Ich muss Sie jetzt leider verlassen, Inspektor. Halt, Dr. Fulci! Nicht so hastig. Andrea, Gott sei Dank. Mokbo, geht ab! Spinell, Sie leben? Sie sind dem Blutritual der Mokbo entkommen? Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Eingeborenen noch nie ein blondes Mädchen gesehen haben. Zum Opfern war ich Ihnen wohl zu schade. Sie haben mich stattdessen zu Ihrer weißen Göttin auserkoren. Lächerlich, diese primitiven Narren. Und Sie gehorchen mir aufs Wort. Los, Akita, Bala Akita, töten Doktor! Wie könnt ihr es wagen? Ihr seid meine Untertanen!
Jack. Hier, nimm die Fackel. Mit Feuer kannst du diese Untoten in Schach halten. Danke, Andrea. Ich kann kaum noch etwas sehen. Die Kleiderfetzen der Toten brennen wie Zunder. Jetzt aber nicht, geh raus hier. Jack, der arme Fulci. Er hat es nicht besser verdient. Jahrelang hat er die Eingeborenen terrorisiert, grausame Experimente an ihnen durchgeführt, sie zu Kannibalen gemacht, ihre Toten in grässliche Zombies verwandelt. Jetzt rächen sie sich an ihm. Ihr seid doch meine Kinder! Wie groß muss ihr Hass sein, wenn sie ihn derart sadistisch ausweiten? Nichts wie raus. Die brennenden Leiber der Zombies haben den Schuppen entflammt. Das war knapp. Die Eingeborenen, sie konnten nicht rechtzeitig fliehen. Sie verbrannten. Die armen Teufel. Ihr Blutrausch war zu groß. Aber vielleicht ist es besser so. Letzte Rettung sein. Führe mich zu ihm, Andrea. Ich kann kaum noch sehen. Balla, Mokbo, Aketanum. Was macht er? Er will deine Augen berühren. Lass ihn, Andrea. Er ist meine einzige Chance. Balla. Ich kann wieder sehen. Oh, Jack. Danke, guter Mann. Ich werde Ihnen auf ewig dankbar sein. Können wir etwas für Sie tun? Können wir Sie vielleicht mitnehmen? Nach New York? In die Zivilisation? No, no dolom, no dolom, no dolom, ungava, balla, balla, no dolom, ungava. Er geht einfach weg. Zurück in den Urwald. Balla. Wollen Sie nicht mit uns kommen? Balla. Er ist schon sehr alt und will in seiner Heimat sterben. Und auch für uns ist es Zeit, zurückzukehren. In unsere Heimat, den Dschungel der Großstadt. Mir ist es schlecht. War schon ganz schön derbe, wie die Gedärmen aus dem Fulschen gepurzelt sind, als sie den am Schluss aufgefressen haben. Ich fand's am härtesten, wie die sich das rohe Fleisch gierig in ihre Münder gestopft haben. Welcher Schauspieler tut sich sowas an? Guck da! Da ist noch so ein Zombie übrig auf der Insel. Kommt da noch was? Ja, da soll es ja noch so eine Fortsetzung geben, ne? In dem so ein Zombie mit einem Außenbootmotor von einem Schlauchboot das Gesicht zerfetzt bekommt. Soll ich mal schnell runter in die Videothek, gucken, ob die einen zweiten Teil haben? Ich weiß nicht. Ich muss erst mal ins Bad. Was ist los? Da bewegt sich was in der Wanne. Da ist noch irgendjemand drin. Komm mal her.
Wir hoffen, dass Sie sich bei dem Programm Ihrer Wahl gut unterhalten haben. Nach Erreichen des Bandendes spielt der Videorekorder die Kassette automatisch an den Anfang zurück.